Ja Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Mario Tennis Aces. Ich habe das letztes Jahr schon mal ein Video darüber gemacht, als neue Charaktere zum Spiel vorgestellt wurden und das Ganze ein bisschen analysiert und die Charaktertypen und die neuen Charaktere vorgestellt. Und das gleiche gibt es eben wieder heute, denn heute wurden wieder richtig coole neue Charaktere, die im Spiel auftreten, nochmals genauer vorgestellt und wir analysieren das meiste nochmal ein bisschen genauer. Das letzte Mario Tennis Aces Video, was ich dazu gemacht habe, ist ja so gut bei euch angekommen, weshalb ich jetzt weiterhin auch immer dazu etwas Neues machen werde, wenn wir dazu etwas Neues erfahren. Und vergesst auf keinen Fall beim Gewinnspiel mitzumachen, was gestern begonnen hat. Das läuft noch bis zum Ende des Monats, denn ihr habt die Chance, ein Spiel eurer Wahl für die Konsole eurer Wahl zu gewinnen. Das heißt, ihr könnt euch ein Spiel aussuchen, für egal welche Plattform. So könnt ihr dann sozusagen einfach euren Gewinn selbst auswählen. Und um bei diesem Gewinnspiel mitzumachen, müsst ihr auch nicht relativ viel tun. Ihr müsst natürlich einfach Abonnent des Kanals sein. Also abonniert den Kanal, falls ihr noch nicht abonniert habt. Ein Like da lassen und einfach einen Kommentar. Und dann nehmt ihr schon automatisch bei der Verlosung teil. Das wär's zu diesem Part, fangen wir doch jetzt mal mit dem Video an. Im letzten Video habe ich ja schon gesagt, dass das nächste Mal, dass sie wieder Charaktere vorstellen werden, es sich um die kräftigen Charaktere, um die starken Charaktere handeln wird. Und dazu kommt jetzt einfach noch, dass sie die Defensiven mit in diesen Artikel mit reingemischt haben. Wir haben coole neue Infos, was die einzelnen Charaktere eigentlich betrifft. Anhand von ein paar Screenshots können wir ein paar Sachen herausleiten. Und die Screenshots sehen auch richtig geil aus allgemein. Das Spiel sieht richtig crispy aus. Ich kann es einfach nicht oft genug sagen. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit den kräftigen, starken Charakteren an. Was sollte man zu diesen starken Charakteren einfach sagen? Das ist eigentlich schon relativ selbsterklärend, wenn man sich mal die Charaktere anschaut. Kurz gesagt, das Besondere an diesen Charakteren ist halt einfach, dass sie zwar nicht sehr schnell sind als andere Charakterklassen zum Beispiel. Sie gehören also hier wirklich zu den langsamsten von allen Charakteren. Dafür aber sind ihre Schüsse total stark und hauen absolut alles weg. Weshalb diese Charakterklasse, diese Charaktere einfach für die am besten geeignet sind, die gerne viel Druck auf ihren Gegner ausüben möchten und die es lieben, so viel Macht hinter einem Schlag zu haben. Die Charaktere, die zu dieser Charakterklasse gehören, sind natürlich vorgestellt worden und dazu gehören Wario mit seinem freshen neuen Look, Bowser, DK, als auch der komplett neue Charakter, der komplett unerwartet in das Spiel kam, Chain Chomp. Die Screenshots, die ihr gerade seht, dort sehen wir ja die ganzen Charaktere in so einer kleinen Jubelpose. Ich denke mal, das sind einfach die Opening-Sequenzen, also die Sequenzen, die auftreten, wenn das Spiel gerade startet und sie gerade in diese Arena eintreten. Das sind eben die Moves, die sie dort abziehen, wie zum Beispiel DK, der gerade am Flexen ist. Abgesehen davon, dass die ganzen Charaktere wie Bowser, Wario und DK richtig fresh aussehen, können wir auch mehr Details aus dem Opening, also aus der Opening-Sequenz, von dem Chain-Jump herausleiten. Denn dort gibt es einen Screenshot, in dem er sozusagen in einem Käfig steckt und dann auf einmal diesen Käfig zerstört. Weshalb ich mir richtig gut vorstellen kann, dass dieser Käfig einfach von oben gedroppt wird, Chain-Jump auf den Boden fliegt, samt dem Käfig, diesen Käfig dann unten einfach zerstört und so dann den Tennis-Battle beitritt. Also eine coole Idee, um diesen Auftritt von Chain-Jump zu inszenieren. Jetzt kommen wir auch mal zu den defensiven Charakteren, also der letzten Charakterklasse, die hier vorgestellt wird. Und hier kriegen wir jetzt nicht so viele Charaktere vorgestellt, dafür aber richtig geile, und zwar Waluigi, der genau wie Wario einen richtig freshen neuen Look hat in diesem Tennisanzug, als auch Bowser Jr. Und hier ist die Charakterbeschreibung für diese zwei auch richtig cool gemacht, denn hier finden wir eine kleine Anspielung auf Arms. Hier wird nämlich übersetzt gesagt, was haben diese beiden Charaktere gemeinsam, das ist richtig, lange Gliedmaßen. Waluigi und Bowser Jr. benutzen ihre erweiterbaren Arme, um strategisch zu blocken, attackieren oder warte, Entschuldigung, falsches Spiel. Das ist einfach eine Anspielung auf die langen erweiterbaren Arme von den Arms-Charakteren. Auf jeden Fall bei dieser Charakterklasse sei auch nur gesagt, dass sie eben wegen ihren langen Gliedmaßen so gut wie alle Bälle treffen können, was diesen Charakteren sozusagen eine hohe Sicherheit auf dem Spielplatz geben. Und zu den beiden haben wir wieder richtig freshe Screenshots gehabt. Waluigi, wie er zum Beispiel seine coolen Posen macht, oder Bowser Jr., wie er in seinem Clowns-Auto Boxmoves abzieht. Von den ganzen Screenshots gibt es jetzt nicht so viel zu sagen, außer eben von Bowser Jr. Dort haben wir etwas richtig cooles Neues erfahren, denn wir können hier sehen, dass Bowser Jr. so ein bisschen leuchtet und die Leiste oben ist auch komplett gefüllt und sozusagen am Brennen. Das heißt, er macht hier gerade seinen Spezialschuss, seinen Special Shot, wie wir ihn schon von ein paar anderen Charakteren gesehen haben. Und hier finde ich es voll cool, dass sie seinen Special Shot so inszeniert haben, dass sozusagen ein Teil von Mecha Bowsers Arm auftritt. Was natürlich auch wieder sehr stark an Super Mario Sunshine erinnert. Einfach ein cooles Detail, wie sie jetzt Bowsers Special Shot inszeniert haben, was ich richtig cool finde. Und doch Leute, das wär's mit dieser kleinen Mini-Analyse und der kleinen Erklärung und Vorstellung der kräftigen, also der starken und den defensiven Charakteren in Mario Tennis Aces. Ich hoffe, euch hat das ganze Video gefallen. Schreibt mal in die Kommentare, welchen Charakter ihr wieder hier im coolsten fandet. Ich finde vor allem Bowser Jr., Wario, Waluigi und Chain Chomp richtig geil. Vergesst auf keinen Fall beim Gewinnspiel mitzumachen. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst natürlich auch nicht zu abonnieren und zu liken, damit ihr auch nichts mehr verpasst. Das wär's von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Passt gut auf euch auf. Lasst es euch gut gehen. Und ich würde dann mal sagen, ciao.